Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute machen wir die Doppelseite für den Monat März. Wie bereits im letzten Video habe ich die Doppelseite schon vorgearbeitet. Ich habe die Mandala von Nelly Snellen oder den Mandala von Nelly Snellen gestempelt und transparent embossed. Jetzt geht es ein bisschen mit Farbe los. Hier ist das Stempelkissen von Action in Lila. Ich färbe erst in der Mitte was ein und dann meine gewohnten Ecken, halt da, wo ich das gerne haben möchte. Den Überschuss mit Mikrofasertuch abwischen, dann kommt zumindest das Emboste besser wieder zum Vorschein. Hier auch wieder das Ganze abwischen, den Überschuss. Dann geht es weiter mit meinem Textstempel, den ich auch schon öfters euch gezeigt habe. Mit dem Archival Ink Palmistone wird das Ganze gestempelt. Wie ihr seht, habe ich das Ganze nur einmal eingefärbt und versuche mir halt immer so ein bisschen Struktur auf dem Papier zu stempeln, hier und da. Ein bisschen andrücken, nicht den ganzen Stempel auflegen, sondern wirklich dann nur den Bereich, den ihr sozusagen treffen wollt. Reinigen, abwischen, so wie bei mir eigentlich immer der Fall ist. Hier habe ich meine Stempelhilfe rausgekramt und aus dem Hortensien-Set die Schmetterlinge mir rausgepickt. Und die werden jetzt auch Ton in den gleichen Lila-Ton eingefärbt und gestempelt. Im Nachhinein betrachtet wird man das ja fast gar nicht mehr erkennen. Aber wie das immer so ist beim Prozess, man hat eine Idee und setzt das um. Ob das einem am Ende dann wirklich gefällt oder ob das Sinn gemacht hat, hinterher kann man das ja leicht dann sagen, aber während man bastelt, ist das halt schwierig. Auch die Stempel wieder sauber machen und zurück auf die Platte montieren. Dann geht auch kein kleiner Stempel verloren. Das kann natürlich durchaus passieren. Bei dem Stempelset ist auch ein Text. Stempel, so eine Art Erklärung, was ist eine Hortensie. Den habe ich auch mit verwendet. Das heißt, ich habe das erst rechts gestempelt und dann habe ich den ganzen Text quasi in der Mitte eingefärbt. Auch davon werdet ihr am Ende nicht mehr viel sehen, weil wir ja die Wochentage drüber kleben. Aber es hat so eine gewisse Wiederholung. Es ist wieder ein Text und es ist wieder in der gleichen Farbe und ich finde das ganz nett. Deswegen habe ich das halt mitgestempelt. Das ist ein Ecce-Success-Stanzer, Kreisform, ein Viertel Zoll. Den habe ich dann 31 Mal gestanzt. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe angefangen zu kleben und dann festgestellt, ach ja, ich will ja 4 Wochentage auf der linken Seite haben und der Monat geht ja mit Donnerstag zu Ende. Also das Geklebte wieder angelöst und auf die linke Seite geklebt. Ich habe dann unten angefangen und mich halt von unten nach oben gearbeitet. Insgesamt finde ich das ganz gut. Mit dem, hier ist es zum Beispiel weißes Papier, was ich verwendet habe. Man kann natürlich auch helles Flieder nehmen. Nur ich dachte, ich habe schon so viel, was im Hintergrund eingefärbt ist, dass ich dann auf weiß besser schreiben kann und mir vielleicht das besser ins Auge poppt. Hier können natürlich das Ganze abändern. Also ich habe einfach meine Reste ge genommen und habe gesehen, ich habe ganz viele weiße Reste und habe mich dann deswegen dann für weiß entschieden. Damit das halt alles ein bisschen gerade bleibt, habe ich mein T-Lineal genommen und die zweite Reihe so ein bisschen da, wo sie anfängt, mir quasi mit dem Lineal markiert und habe dann angefangen, auf der rechten Seite meine weiteren Kreise aufzukleben. Wie gesagt, 3 Tage links. Nee. 3 Tage rechts und 4 Tage links. Und so arbeiten wir uns jetzt Reihe für Reihe und kleben alle Kreise einzeln auf. Das ist ein bisschen mühselig und dauert ein bisschen, aber ja, ich finde es auf jeden Fall so besser, als jetzt, sage ich mal, die Kreise vorher zu stempeln und mir diese Bereiche ja abkleben zu müssen, damit ich dann bei der Hintergrundgestaltung das nicht überdecke oder das hinterher nicht beschrieben werden kann.
diese Lösung ist für mich auf jeden Fall besser. Ich könnte natürlich auch Sticker verwenden. Es gibt ja auch alle möglichen Sticker zu kaufen. Ihr könnt auch selber Sticker herstellen mit Etikettierpapier. Ich habe einfach wirklich, wie gesagt, das genommen, was da war. Und von Resten an Papier, da, ja, ich kann, glaube ich, ganze Wände mit tapezieren. In den letzten Jahren hat sich halt einiges angesammelt. Also selbst wenn ich dann meine Hintergründe komplett aus Resten gemacht habe, hatte ich das Gefühl, das Papier wird nicht weniger, es wird einfach nur kleiner. Deswegen versuche ich inzwischen das ein bisschen zu variieren. Mal einen Hintergrund nur aus Streifen, mal einen Hintergrund aus einem ganzen Stück Designpapier. Aber jetzt lenken wir uns komplett vom Thema ab oder beziehungsweise ich weiche ab. Hier sind wir schon bei der letzten Reihe angekommen. Hier sind es nur noch drei Kreise rechts und links, insgesamt sechs, weil der Monat März am Dienstag gestartet hat. Und wenn wir damit fertig sind, dann geht es so ein bisschen in Stanzen. Ich habe von Whiff of Joy mir ein paar alte Sets rausgekramt. Das ist ein Banner-Set. Da sind drei verschiedene Formen. Ich habe das dreimal gekurbelt, zweimal komplett und beim dritten Mal halt wirklich nur noch ein Banner, weil ich brauchte ja nicht mehr. Es sind ja nur 7 Wochentage, also 7 Stanzteile. Die habe ich hier mit Pumiceton Distress Ink eingefärbt. Hier benutze ich wieder ein trockenes feucht, nein, ein trockenes. Ja, ich komme gleich drauf. Trockenes Feuchttuch. Genau. Und ich habe mir ein Set, beziehungsweise ein Teil vom Set, Schmetterlinge ausgesucht und diese auch mehrmals gekurbelt aus Transparentpapier, aus Laminierfolie und so ein restrisierendes Papier, was ich hatte, sowie strukturiertes Leinenpapier in Flieder. Das war ein relativ kleines Reststück, deswegen habe ich dann nur die Hälfte des Schmetterlings ausgestanzt. Einmal die linke Flügelseite, einmal die rechte. Und ja, hier klebe ich die Kontur auf, nein, auf Laminierfolie und klebe das dann anschließend auf meine linke Seite, so dass man so viel wie möglich vom Papier quasi erkennt. Mit dieser Seite vom Schmetterling überdecke ich meinen Fehler von vorhin. Ich meine, man kann es nicht wirklich sehen im Video, aber die Stelle, wo ich den ersten Kreis gesetzt habe, das ist halt ein bisschen vom Kleber bedeckt und das wollte ich halt ein bisschen verdecken. Ich meine, ich weiß, dass der Fehler da ist, ich sehe den dann auch. Hier bei dem zweiten oder bei der rechten Seite des Schmetterlings ist beim Kurbeln leider ein Teil dieser Zipfel da unten abgefallen, beziehungsweise nicht richtig gestanzt worden. Also habe ich dann den Teil vom Vellum auch weggeschnitten, damit das halt einheitlich ist. Das ist Laminierfolie, die klebe ich dann direkt flächig auf. Das sind die Monatsbuchstaben, die ich schon auch im letzten Video vorgearbeitet habe. Die sind von Action, die habe ich halt gestanzt. Und die werden jetzt einfach mit Tacky Glue aufgeklebt. Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht besser gewusst und die einzige Ecke, wo ich gesagt habe oder gedacht habe, wo ich Platz dafür habe, war rechts. Ich habe schon zu dem Zeitpunkt gewusst, dass ich links eine Blume haben möchte, dass so ein bisschen das Thema von der Märzseite wiederholt wird. Wollte ich wieder die Hortensien, die weißembossten Hortensien wieder benutzen. Hier ist wieder ein Schmetterling aus Transparentpapier. Da klebe ich auch nur einen Teil davon und schneide mir dann den Überschuss einfach ab. Das, was ich abgeschnitten habe, wird natürlich wiederverwendet. Das ist ja viel zu schade, um das wegzuschmeißen. Also, auch wenn das nicht komplett aufklebt, wie jetzt hier, habt ihr trotzdem sozusagen ein bisschen was von gerettet.
Ich habe mich für das Ciao Bella Bujovic, heißt das, glaube ich, das Set, entschieden und stempel die filigranen, feinen Wochentage damit auf. Das ist wieder Etikettierpapier. Das heißt, es ist selbstklebend und ich brauche das nur einmal stempeln und dann halt ausschneiden und dann sind die wie Sticker und ich kann die dann in meine Doppelseite aufkleben. Hier benutze ich wieder den Grauton, Pumiceton von Archival Ink. Stempel das Ganze auf. Stempel natürlich sauber machen, wieder abmontieren, zurück auf die Platte. Ich habe außerhalb der Kamera dann die Wochentage dann auch ausgeschnitten. Zuerst habe ich überlegt, ob ich dann was drüber stempel, aber ich habe mich entschieden, dass ich die wirklich so, wie sie sind, benutze. Das heißt, mit etwas Rand ausschneiden. Dann habe ich festgestellt, dass ich das so nicht mag, dass mir die Banner einfach zu lang sind und die zu viel verdecken und das Ganze irgendwie unharmonisch wirkt. Also habe ich die alle gekürzt auf 2 cm Länge. Dafür ist mein Hebelschneider in kleinem Format sehr praktisch. Der passt sehr schön auf den Tisch und dann kann ich dann hier direkt im Video euch zeigen, was ich tue. Natürlich jetzt den abgeschnittenen Rand wieder mit Pumiceton einfärben, damit das halt auch wieder einheitlich wirkt. Und wieder mit Tacky Glue das Ganze aufkleben. Da der Monat am Dienstag startet, habe ich dann den Montag tiefer gesetzt, damit das ein bisschen mehr Platz lässt auf der linken Seite, damit das nicht zu viel verdeckt. Und ich finde es halt schöner, also dass das direkt über dem Kreis sitzt und nicht mit leerer Fläche dazwischen. Die Banner sind abwechselnd geklebt, das heißt, es gab ja 3 verschiedene Formen und nach der dritten wiederholt sich das Ganze wieder von vorne. Dementsprechend habe ich halt den ersten Banner 3-mal gestanzt. Da wir schon hier fast fertig sind, kommen hier gleich die vorgearbeiteten Blumen zum Einsatz, also Hortensien, die ich auch im letzten Video schon gestempelt und embossed hatte. Erst wird ein bisschen rumgespielt mit der Positionierung, wie mag ich das am liebsten. Und die Blätter aus Transparentpapier passten einfach nicht, also habe ich diesmal auch wieder nur die aus Aquarellpapier verwendet. Nachdem ich ungefähr wusste, wie das Ganze sitzen soll, habe ich dann den Kopf der Blume benutzt. Die abgeschnittenen Blätter kommen auch noch zum Einsatz. Einfach so ein bisschen mit drunter stecken. Den Überschuss wieder abschneiden, damit die Seite halt glatt bleibt. Auch hier habe ich dann das mit den Blättern ausprobiert, aber die Proportionen passten mir für dieses Bouquet überhaupt nicht. Die Blätter sind viel zu groß und wir haben da ja schon Blätter mit drauf und die sind so klein und filigran und das wirkt einfach total, ja, falsch, würde ich sagen. Also deswegen habe ich das weggelassen. Da sind meine Distress Reinker. Ich habe mit Flieder denselben Ton, den ich auch schon auf der letzten Seite benutzt habe, wieder unten angefangen und die Buchstaben eingefärbt. Das heißt, am konzentriertesten und am dunkelsten ist die Farbe dann unten und nach oben hin habe ich das Ganze mit Wasser verdünnt und halt heller werden lassen. Hier hole ich euch auch näher dran, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Einfach nach oben auswischen. Also das ist kein Hexenwerk, das ist wirklich einfach. Da dachte ich, ha, ich bin fertig, von wegen. Natürlich müssen noch die Wochentage eingetragen werden, weil die habe ich ja komplett vergessen. Das mache ich jetzt wieder mit meinem Friction-Stift.
da ich immer selbst auch unsicher bin, ob ich dann nicht mich dann aus Versehen vielleicht verschreibe, falschen Wochentag eintrage oder was mir auch schon passiert ist, ich habe dann einen Tag doppelt gehabt und dann passte das am Ende nicht und dann habe ich den Fehler suchen müssen. Hier ist es Gott sei Dank gut ausgegangen. Beim Wochentag 21 habe ich dann einen Permanentstift genommen, weil das ist ja überklebt mit Laminierfolie. Da hält der Friction-Stift natürlich nicht drauf. Das ist ein ganz feiner in S, glaube ich, Größe S. Und dann geht es wieder mit meinem gewohnten Friction weiter. Die anderen Wochentage habe ich dann Gott sei Dank nicht so weit geklebt, aber das funktioniert am Ende schon alles ganz gut. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Kommentar da lasst, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.